Hey und herzlich willkommen bei der Tech Garage. Heute schauen wir uns die erste Smartwatch von Oppo an, gleich nach dem Intro. Es wurde auch langsam wirklich Zeit, bringt ein Hersteller eine Android-Smartwatch auf den Markt, welche nicht so klobig wie die von Samsung, Huawei, Fossil oder auch Garmin ist. Mir persönlich könnte es ja egal sein, doch kenne ich einige Frauen, die ihr zartes Handgelenk nicht mit so einem Monstrum schmücken wollen. Wer jetzt denkt, die Oppo Watch gleicht einer Apple Watch, liegt da nicht ganz falsch. Quadratisch praktisch gut. Funktioniert seit Jahren schon bei der Apple Watch. Ab diesem Monat möchte nun auch der chinesische Konzern Oppo mit der ersten eigenen Smartwatch an den Handgelenken vieler Menschen landen. Beim ersten Eindruck gefällt mir die Apple Watch sehr gut. Sie ist smart, nicht zu groß und hat einen großen Bildschirm. Darauf installiert ist Wear OS von Google, wodurch sich die Smartwatch mit jedem Android-Device nutzen lässt. Auf der rechten Seite befinden sich zwei schmale Knöpfe, mit welcher sich die Uhr neben der Touch-Bedienbarkeit steuern lässt. Auf der Rückseite befinden sich die Sensoren für die Pulsmessung und auch die Schnittstelle, um die Oppo Watch aufladen zu können. Der Lautsprecher und das Mikrofon sind auf der gegenüberliegenden Seite der Knöpfe angebracht. Wer sich jetzt wie ich auch schon gefragt hat, ob er eventuell seine Apple Watch Armbänder nutzen könne, dem muss ich leider enttäuschen. Natürlich hat Oppo ein eigenes System verbaut. Die Armbänder lassen sich etwas einfacher lösen und befestigen als bei der Apple Watch. Leider gibt es vom Hersteller aber noch nicht viele Alternativen, weshalb man sich derzeit mit Schwarz oder einem goldrosa Armband aus Kautschuk zufrieden geben muss. Die Rückseite der Apple Watch gleicht aktuell derjenigen der Apple Watch von vor 2 Jahren. Durch Lichtsensoren wird der Puls des Trägers gemessen. Die Menüführung lässt sich in den Optionen ändern. Entweder ihr habt eine Rasteransicht mit Icons oder eine Listenansicht, wo der Name der App angezeigt wird. Mit der HeyTap-App lässt sich die Smartwatch auch auf dem Smartphone kontrollieren. In ihr habt ihr eine Übersicht über eure Fitnessdaten und euren Herzschlag. Weiter lassen sich gewisse Einstellungen bei der Uhr vornehmen. Neben den vorgegebenen Zifferblättern bietet euch Oppo an, mit der Hilfe eines Fotos neue Zifferblätter-Designs zu erstellen. Ihr macht einfach ein Bild mit der App, wählt einen Ausschnitt aus und et voilà, euch werden neue Zifferblätter vorgeschlagen. In meinem Versuch musste ich zuerst nochmal näher in den Farbbereich schneiden, damit nicht alle Zifferblätter schwarz-weiß sind. Wem keines davon gefällt, kann auch einfach ein paar eigene Fotos auswählen. Bei den Benachrichtigungen habt ihr die Möglichkeit zu entscheiden, welche der Benachrichtigungen von eurem Smartphone auch an eure Uhr gesendet wird. Der größte Minuspunkt bei der Oppo Watch ist leider das Laden. Statt einer Drahtlosfunktion wird ein sehr hässliches Ladedock mitgeliefert, welches durch die Pins verbunden werden muss. Und
Oppo scheint dieses Jahr wohl vieles richtig zu machen. Nach dem Find X2, welches meiner Meinung nach 2020 das beste Android-Smartphone auf dem Markt sein wird, bringen die Chinesen eine Smartwatch, welche nicht nur gut aussieht, sondern mit iOS auch moderne Funktionen auf eine Smartwatch bringt, so wie man sich das wünscht. Leider ist nicht ganz alles perfekt und ich würde mir von Oppo schönere und bessere Armbänder wünschen und man sollte unbedingt das Ladecase überarbeiten. Ich hoffe, euch hat das Video heute gefallen. Ich würde mich über einen Kommentar oder Like freuen. Und wie immer, das ganze Review gibt es als Text, auch auf unserem Blog zu lesen. Tschüss zusammen.